Willkommen Freunde hier zu diesem neuen FIFA 20 Video und das hier ist ein kleines Informationsvideo zum Twitch Prime Pack. Und zwar ist das jetzt endlich rausgekommen. Die Leute, die Twitch Prime haben und ihr Twitch-Konto mit dem EA-Konto verbunden haben, die können sich jetzt das Pack eben abholen. Ihr könnt das natürlich auch jetzt noch verbinden, aber EA hat das eben kurz gepostet. Tatsächlich finde ich das echt nicht gut, das Pack. Also das ist eigentlich meiner Meinung nach schon eigentlich ziemlich frech, dass man da so schlechte Sachen drinnen bekommt. Und zwar bekommt man eben einen Spieler, der auf jeden Fall garantiert 81 plus Overall Rating hat, was jetzt nicht so besonders ist, und dann noch 4 Rare Gold Spieler. Ich meine, es ist jetzt nicht schlecht. Ja, es ist nicht schlecht und die Picks werden wir uns kurz noch anschauen. Es sind wirklich wahnsinnig gute Picks dabei, die die Leute bis jetzt gezogen haben. Aber an sich, für so ein unfassbares Special Pack, finde ich das jetzt schon ziemlich mau. Vor allem, weil in den letzten Jahren hier immer 86 plus Spieler oder so drinnen war. Auf dieser Seite hier sieht man dann auch nochmal was sehr, sehr Interessantes. Und zwar jetzt hier ist natürlich das erste Twitch Prime Player Pick Pack rausgekommen. Und im März, April, Spring 2020, Sommer 2020, nochmal Sommer 2020 und dann hier nochmal Sommer 2020, sollte ihr irgendwie auch ein Twitch Prime Pack rauskommen. Also wir können sehr, sehr gespannt sein, was dann noch auf uns zukommt und vor allem, ob die Packs dann auch so schlecht sind, unter Anführungszeichen, oder ob sie vielleicht die Packs von Monat zu Monat besser machen. Ich persönlich kann das Pack ja nicht abrufen, weil mein Testmonat abgelaufen ist, aber ihr könnt wirklich 30 Tage kostenlos Twitch Prime nutzen. Ihr müsst es natürlich dann früh genug wieder abmelden, aber ich habe das halt selbst schon gemacht, deswegen kann ich es jetzt nicht nochmal machen, aber dann könnt ihr euch ganz easy dieses Pack abholen. Also das ist auch überhaupt nicht schwer. Da gebt ihr einfach mal auf YouTube ein, Twitch Prime 30 Tage Testversion aktivieren oder so, da findet ihr ein ganz, ganz einfaches Tutorial. So sieht das Ganze dann aus, wenn ihr das Pack erhalten habt und in eure Konsole reingeht. Du hast dein Twitch Prime Konto und dein EA Konto erfolgreich verknüpft. Dein Bonus Spezialpack findest du im Meine Packs Abschnitt des Footshops. Und wir schauen uns jetzt mal kurz direkt einen heftigen, heftigen Pick an, und zwar Son 90er Stürmer. Also das ist wirklich absolut krank. An alle, die dieses Pack haben, schreibt mir in die Kommentare, was habt ihr gezogen, Freunde? Welchen Spieler habt ihr bekommen aus eurem Twitch Prime Pack? Und wir schauen jetzt hier nochmal kurz rein, ob wir irgendwelche krassen Player Picks finden, beziehungsweise einfach irgendwelche krassen Pulls. Hier zum Beispiel Ake ist natürlich auch ziemlich gut. Das habe ich vorhin schon gesehen, einfach Neymar in diesem Pick bekommen. Das musst du auch erstmal zusammenbringen. Hier Chiellini und Lewandowski und Lukaku auch noch mit dabei. Also das ist auch ein sehr, sehr starker Pick. Hier ist nur Gnabry am Start. Also teilweise unfassbare Picks und teilweise halt ziemlich maue Picks. Hier zum Beispiel Ramos 91er ist natürlich absolut stark. Man muss halt auch immer überlegen, wer postet sein Pack. Ja, man postet sein Pack natürlich immer nur, wenn man dann auch wirklich was Gutes zieht. Also, oder oft nur, wenn man was Gutes zieht. Hier auch nochmal hat jemand Neymar bekommen. Das ist schon ziemlich, ziemlich heftig. Hier Chiesa und Laporte. Also man muss schon sagen, es ist an sich trotzdem eine coole Aktion, weil halt alles komplett gratis ist. Also du musst ja gar nichts zahlen dafür, wenn du halt diesen Testmonat nutzt. Hier zum Beispiel Roberts, Moutinho. Du kannst diese Spieler natürlich ganz normal in SBCs geben und so. Sie sind natürlich untradable, aber ja, gratis nimmt man das auf jeden Fall mit. Das heißt, falls ihr das Testmonat noch nicht aktiviert habt, dann solltet ihr das auf jeden Fall noch machen. Wie gesagt, ich habe das selber schon gemacht, deswegen kann ich mein Pack gar nicht mehr holen. Das ist ein bisschen schade, aber ja, ist so. Hier zum Beispiel auch noch Mané am Start und Kanté, lul. Einfach Mané und Kanté, das musst du auch erstmal zusammenbringen. Ja, Freunde, das war es jetzt an sich auch schon mit diesem kleinen Video. Ich wollte euch das einfach nur noch mal kurz gezeigt haben. Hier wirklich super, super cool, dass es rausgekommen ist. Leider finde ich es ein bisschen zu schlecht, das Pack, aber wir haben lang drauf gewartet und jetzt ist es endlich da. Und ja, für alle, die es eben, die im Twitch Prime haben, die können sich das jetzt gönnen. Und ja, Freunde, damit bin ich auch schon wieder raus. Checkt gerne die Links in der Beschreibung ab. Ja, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Immer high hopes haben und ciao, ciao.